Welches benutzt du denn? Ich? Ja. Soratex. Was? Oraltex? Geh dich verbuddeln. Du Opfer. Keine Lust. Ja, Alter, geh dich verbuddeln, das Junge. Das ist heute wieder eine von diesen Assi-Folgen, glaube ich. Ab und zu haben wir das mal, dann haben wir ein paar Assi-Folgen. Das reicht schon, wenn Jonas da ist. Pommes, Currywurst, Assi. So, jetzt hast du provoziert. So, jetzt hau ich mal hier den Baum noch weg. Was habe ich eigentlich für Texturen-Packs? Ich habe ja viele. Toll. Faithfully? Erzähl das mal dem Wayne, der da hinten steht, der hinter ja, der. Dem Wayne Train. Der wird sich bestimmt mit dir darüber unterhalten wollen. Love Train ist viel cooler. Love Train. Ich kenne nur das Love Boat. Na, 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 na. Ich kenne die Love Parade. Die ist richtig gut gelungen mal. Und dann die wieder. Das letzte Mal. Da steht der Opfer da so rum. Ja, das war ja sehr. Ja. Hey, das Fax-BD-Kraft ist echt cool. Fax. Was Fax? Es geht, nee, das Fax ist mir persönlich so ein bisschen zu bunt irgendwie. Mhm, ja, weil das so cool ist, ja. Es ist alles so quietschfidel so. Fehlen nur die kleinen Vögelchen, die jetzt noch hier so rumfliegen. Da fährt so ein Opfer da unten, da fährt so ein Opfer. Siehst du? Die Vögelchen. Ja, Mike hat einen Vogel. Ja, den ja sowieso, sonst würde ich ja nicht hier mitmachen die ganze Zeit. So, reicht das denn, was du noch hast an, Ziegelschnittchen. Ich habe gerade noch 26 dabei, der Rest brennt noch. Ach so, okay. Ich hab einen Staubsauger. Aber das kommt auch drauf an, wie rum man die setzt. Nee, kommt's nicht. Ja, egal. Warum sollte da einen großen Unterschied machen, wie rum du die setzt? Ja, weil die bei mir längs sind im Texture Pack. Also. Jetzt hast du die Tür zugemacht, die gerade auf war. Für die Tür, da gibt's keine Tür. Tür. Ach, hier, deswegen geht, hier ist doch alles offen. Du hast die Tür zugemacht, die kommen nicht mehr rein. Deswegen kommt Annie nie raus. Weil die haben gar keine Tür im Bauernhäuser. Ja, nee, den haben wir auch in Wirklichkeit im Keller gesperrt. Der kommt immer nur mal raus, wenn er irgendwie was machen soll. Zum Beispiel Minecraft-Videos bei YouTube benennen und so. Ja, wenn überhaupt. Dafür darf er mal raus. Dafür ist er da oder was? Ja, in letzter Zeit macht das ja nicht mehr. In letzter Zeit macht das ja Daniel, weil der hat ja seine geilen Thumbnails. Ja, Daniel hat seine Thumbnails. Thumbnails, und die passe ich dann eigentlich auf den Titel drauf an. Ich gehe immer nur nochmal drüber und berichtige die Rechtschreibfehler, die dann im Titel stehen. Ey, es gibt auch Sachen, die benenne nicht ich, sondern Niklas, und genau dann sind Rechtschreibfehler drin, weil ich achte darauf und schreibe Experimentärfreudigkeit, schreibe ich nicht. Ja, experimentär. Habe ich dann nämlich Freudigkeit. Habe ich dann auch direkt erstmal wieder geändert. Das habe ich auch gesehen, aber wir haben zu wenig Leben, garantiert. Also ich habe korrigiert, wie Backpack geschrieben wird, weil ich habe BAG und dann Pack geschrieben. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die schreiben Reparatur anstatt Reparatur. Ist auch sehr gut. Reparatur. Ich glaube, das habe ich auch schon gesagt. Reparatur. Repra. So wie Lepra. Reparatur. Reparatur. Reparatur, das ist fertig. So wird es gesprochen und so ist es auch. Ende Reparatur. Reparatur. Genau wie Minecraft. Ach, geh dich verbuddeln. Vor allem das Geile war, ich habe mir ja die Audio-Files, ne, von der Aufnahme, die ja so schief lief, so, die ja jetzt nicht mehr existiert, die habe ich mir ja angeguckt. Da hat Daniel versucht, das Minecraft, also das Minecraft falsch auszusprechen, und hat es aber dadurch, dass er versucht hat, das falsch auszusprechen, richtig ausgesprochen. War voll geil. Deleted Scenes, ne? Ja. Weil er sagt ja immer Minecraft und Pressure Blade. Pressureplatte, sage ich mal. Pressureplatte. Was ist denn jetzt, Daniel? Wie weit sind denn, weil wir laufen hier nur blöd rum. Ich habe nur 16 Ziegel, ich weiß nicht, wie viel ich da noch rauskriege. Ich denke, da wird nicht reichen. Und zum Minecart sage ich immer Minekarte. Guck mal, dass ihr ein bisschen Lehm besorgt. Hinterm Leuchtturm ist noch. Hinterm Leuchtturm? Ich brauche jetzt eine Schaufel. Auf das so ein Stück flach. Also links vom Leuchtturm von euch aus. Schaufel, du Opfer. Hier. Was willst du eigentlich? Hier. So kannst du vielleicht mit deiner Mutter reden, aber nicht mit mir. Hier. So. So, also ich sehe kein Lehm. Doch, ich sehe auch nicht. Ich sehe Lehm. Da habe ich vorhin aufgefüllt, da muss Lehm sein. Ich sehe Lehmann. Lehmann? Lehmann. Ey, deine Witze sind so gut. Daniel, macht er eigentlich, hat er seine Sendung eigentlich noch, der Lehmann?
Oder ist sie mittlerweile auch schon abgesetzt? Von welchem Lehmann sprechen wir? Ja. Ich dachte von Fußballer. Ja, aber der hat doch auch eine Sendung gehabt. Nein. Nein. Nein, doch. Oh, ich bin in einer Höhle. Was gibt's denn hier in der Höhle? Kleine Höhlenviecher. Löcher. Hier gibt's auf jeden Fall keinen Lehm. Eisen! Gell? Alter. Ihr habt das ganze Leben abgefarmt. Oder? Eisen! Wir haben hier, wir sind immer sehr weit gelaufen zum Farmen. Wir haben hier nie direkt abgefahren. Gedenken an Torados. Warum? Sieht aus wie so ein Penis. Er sagt auch, das Ding sieht aus wie ein Pillemann. Sieht doch. Aber ich weiß nicht, da haben wir uns wirklich, glaube ich, das Bild von dem Penis als Vorlage genommen. Ohne Scheiß. Ich hoffe, man kann vom Turm aus ins Wasser springen. Das ist, vor allem war das die schlechteste Aufnahmesession überhaupt. Nee, du kommst von da oben gar nicht runter. Das war die schlechteste Aufnahmesession, wo wir je hatten, wo wir das gemacht haben. Da waren wir so ruhig, weil das war mitten in der Nacht. 6 Stunden lang und total in der Nacht. Übermüdet. Verdammt. In der Nacht haben wir aufgenommen, von 12 bis 6, glaube ich, oder so, haben wir aufgenommen. Schaffe ich es, von dem Leuchtturm aus ins Wasser zu springen? Keine Ahnung. Ich habe Angst. Gibt es noch woanders ein Wasserdings? Also das machst du halt einen Körper auf Land. Ey, da läuft der Anne lang. Oh, was liegt denn da? Färbemittel? Nee, ich will nicht anfangen. Sind das Färbetinten-Dingens? Ah, das ist Tinten. Ah, du bist da. Warte mal, ich komm auch mal. Ich muss nur um den Turm herum. Warte, hier, Torados. Kein Zeil, ich muss hier Lehm abbauen. Nee, guck mal hoch. Ich weiß nicht, wie ich da hochgekommen bin. Ja, weil du ein Loch in der Wand gehauen hast wahrscheinlich. Ne, ich hab den Boden weggenommen, nur ich dachte, da wäre noch ein Boden. Ich sterbe. Ach da. Aber ich nicht. Oh, er hat es tatsächlich geschafft. Das war ja richtig knapp. Scheiße. Es dauert ganz schön lang, Ziegel zu brennen, Alter. Scheiße, er hat es geschafft. Boah, da unten ist alles voll mit Lehm. Ja, ich gehe ja schon. Hä, was ist denn das? Ja, tschüss. Ach, das ist gar kein Lehm. Das ist, meine Güte, ey, ich muss mich jetzt umstellen, weil das Texture-Pack so komisch aussieht. Ja, dann geh doch wieder auf die Fault, hä? Nee, jetzt bleibe ich im Fax. Ich muss nur aufpassen hier. Ich spiele kurz eine Runde Hunger Games. Ja, bitte. Du könntest auch produktiv hier mitwirken. Hey, das ist, also ich bin gerade auf den Hunger Games Server gekommen, deswegen. Und dann wurde ich gleich angeschrieben, ob ich Hunger Games mitspielen soll. Warte, wo war jetzt einmal? Ja, du bist so Fame. Jonas, du bist so Fame. Ja, ich bin echt Fame. Ich bin auf 4 Hunger Games Server immer YouTuber. Ja, die nehmen den immer mit, weil sie genau wissen, der kann nichts. Der stirbt immer sofort. Klar, da spiele ich auch gerne Hunger Games. Gestorben, Alter. Hey, komm, wir machen 1 gegen 1, ey. Treffen wir uns. Ja. 1 gegen 1 Hunger Games, wie lame ist das denn? Wer zuerst verhungert? Wer zuerst verhungert? Ohne Kisten, ohne alles. Na und? Es geht ja nur um die Art. Es geht nur um die Art zu verhungern. Alles klar. Nee, gibt's verschiedene Arten zu hungern? Ja. Nein. Schon. Wie man sich verhält, dass man da nicht so viel Hunger verliert. Ja, einfach stehen bleiben. Nee, das geht nicht. Natürlich geht das. Das ist die schnellste Art zu sterben. Natürlich geht das. Nein. Natürlich. Dann komm ich mit meinem riesenlangen Schwert. Ja, wo hast du es denn her, wenn du keine Kisten hast? Das willst du wissen, gell? Cheetah. Ich habe immer einen riesenlangen Cheater Schwert. An die Wand. Immer. Wir haben euch längst gebannt. So. Wie viel Leben habe ich denn jetzt? Bitte hier ein... What the hell? Boah. 1, 2, 3, 4, 5 Stacks. Was geht denn? Dann mal los. Ab damit in die Ofenwand. Ab dafür. Ab dafür in den Ofendingen. Dingelingsche. Also ich habe jetzt noch eben alles gebrannt, was noch da war. Hey, hier ist eine Transport... Lore. Ey, da ist sogar Eisen drin und alles. Warum sagt man mir das nicht? Eine Lore Abaddon. Lore Abaddon. Boah. Ich weiß ja jetzt nicht, ob ihr es wusstet, aber ich komme da jetzt einfach auf die Gedanken. Boah. Ich bin heute strange. Das liegt wahrscheinlich daran, weil ich gerade kein Bier da habe. Du hast nie Bier da, wenn wir aufnehmen. Ja, weil ich das vorher immer alles versaufe. Das geht ja nicht. Wir können ja nicht aufnehmen, während ich Bier da habe, weil dann bin ich ja besoffen. Apropos, das können wir eigentlich auch mal machen. Wollten wir doch, glaube ich, auch mal machen, oder? Eine Aufnahme wollten wir mal besoffen machen. Richtig trunken, ja. So ein Special. Da mache ich ja auch mit. So eine richtige, machen wir eine Special-Folge. Wo alle nur am Krölen sind und so. Oh Gott. Ah. Wo ist das Eisen? In der Truhe, in welcher? In der einen. Wir können ja auch, wir machen auch so einen geilen Livestream und spielen und trinken dabei Bier. Ja, komm, wir treffen uns alle bei Daniel, wird dann, auch in der scheiß Internet. Wird dann genauso erfolgreich wie der Livestream von jemand anderes.
zu aber Silvester. Silvester. Der Livestream leckt aber nicht. So hast du den gesehen, den Livestream? Hast du den gesehen? Ich hab einmal reingeguckt, das war so ein Fail. Ich meine, sie haben ja erst mal 1,5 Stunden gebraucht, um das Ding überhaupt zu Lauf zu kriegen. Keine Ahnung, so lange habe ich nicht geguckt. Ich habe nur mal kurz reingeguckt. Ich habe von 18 bis 20, 30 oder so habe ich geguckt. Ich habe von Uhrzeit bis Uhrzeit angeguckt. Ah, ja, dann. Besser als nur gar nicht. Doch so ja. viel. Doch so viel. Nur ich war Silvester ja zu Hause. Ich auch. Bei Freunden. Ja, du hast ja auch Party vor. Zu Hause bei Freunden. So, okay, ja, ich habe da also, wie gesagt, ein bisschen Clay reingehauen. Boah, das ist voll ungewohnt, weil ich auch jetzt hier mit der Schaufel so nach unten haue. So, ich denke, wir könnten dann weiterbauen. Stimmt, fällt mir auch gerade auf. Voll dumm irgendwie. Ja, sonst haust du immer auf das Ding drauf und jetzt haust du da so richtig wie in der Realität. Ja klar, ich, in der Realität halte ich auch die Schaufel immer ganz unten. Ja, immer. Warum nicht? An der Spitze. Sonst wäre es ja langweilig. Ja, jetzt wäre natürlich schön, wenn wir jetzt eine Dinge hätten, ne? Minecraft. Ja, ja, also ich wollte da nun mal noch Spender hinsetzen. Abaddon. Minecraft. So Spender, weißt das du? Das ist eigentlich mal eine ganz gute Idee, wenn wir ein paar Dispenser daneben stellen. Mhm. Ja, mit Minecarts, weil man vergisst das sehr gerne. Jetzt geht das doch sowieso. Man kann doch jetzt... Warte ja, auf mal. Die, auf die Schienen draufstellen. Ja, aber ja. Können, geht mal bitte von den Schienen runter. Können die auch von den Schienen aus in die Dingens rein? In die Dispenser? In die Dispenser wieder zurück? Das ist eine Frage. Nein. Hey. Seid ihr verrückt? Ja, das ist ja das doof. Ist doch kein, das ist kein Staubsauger, sondern ein Dispenser. Das macht ja dann keinen Sinn. Doch, natürlich macht das Sinn. Nee, macht nicht. Doch, du gehst an der einen Seite rein, nimmst dir eine Lore mit aus dem Dispenser und haust die in den nächsten Dispenser rein. Ja, das weiß ich, aber er meinte, dass das nicht geht. Das meine ich, macht keinen Sinn. Das geht ja auch nicht. Ich gehe das jetzt ausprobieren. Ich kann da sowieso nichts. Dispenser nur neben Schienen machen? Halt's Maul jetzt. Ich gehe da jetzt ausprobieren. Nee, da kannst du Loren reinmachen und dann spawnen die auf der Schiene, aber die gehen nicht von der Schiene wieder runter. Halt's Maul jetzt. Ich gehe jetzt ausprobieren. Diese akademische, literatische Sammeln. Sein. Ich kann da ja jetzt sowieso nichts machen, deswegen gehe ich das jetzt ausprobieren. Führt zu einer Bildung einer Parallelgesellschaft. Oh Mann. Achso, es soll jetzt witzig sein, Entschuldigung. Ich hab vergessen zu lachen. Ja, deins war ja auch nicht witzig. Nein, das ist alles wegen der Intelligenz. Intelligenzdiskrepanz gegenüber der Allgemeinheit, keine Ahnung. Der mittlere Intelligenzquotient hier in dieser Aufnahme ist einfach zu niedrig. Ganz einfach. Wir sollten aufhören, so geschwollen zu reden. Wir können es einfach nicht. So, was brauche ich denn dafür eigentlich? Hast du aber früher erkannt. Ich brauche dafür sowas und dann... Ein Dispenser habe ich noch nie gebaut. Noch nie. Oh, Dispenser, muss ich zugeben, habe ich auch noch gar keinen gebaut. Jonas, weißt du, wie ein Dispenser gebaut wird? Ich glaube, da muss eine Piste rein, oder? Du musst, du hast ganz cooles gemacht, baust dir einen Bogen, machst den in die Mitte. Ach, stimmt, und draußen rum Cobblestone. Ein Bogen? Oder normaler Stein, ich weiß es nicht mehr. Ein Bogen? Ja, dann. Bogen. Bogen. Legt ihn auf den Boden. Wie wir uns einfach mal wieder voll konzentrieren. Ja, ich möchte das jetzt ausprobieren mit den Dispenser-Dingern. Dinglingsbums. Gut, dann pausieren wir wohl erstmal dieses sowieso schon total hässlich aussehende Bauernhaus. Warum? Du wolltest doch da noch weiterbauen. Weil das aussieht wie ein Leben. Schrecklich halt. Aber ich denke auch nicht, dass das jetzt auch besser wird. Ich schon. Ach, du hast die Hoffnung noch nicht verloren. Wir sind die Pros. Die Pros. Okay, warum hast du die Hoffnung verloren, ey? So schlecht. So. Oh. Die Schaufel weggeworfen. Da waren so viele intelligente Witze drin, ne, in der Aufnahme. Spade. Intelligente Witze von dir, ja, oder nee, was? Nee, Annie war ja da. Die waren doch nicht intelligent. Kabel? Ach, meine sind immer intelligent. Kuble. Keine Ahnung, ich setze mal jetzt hier Stone rein. Ich weiß nicht, ob das Stone oder Koble ist. Und doch, wir haben wohl mal einen Dispenser gebaut, glaube ich. Wenn ich mich recht erinnere. Ich glaube auch. Da habe ich doch einen Cobblestone, ist doch auch sehr schön. Ich bin gerade am überlegen, wo wir einen Dispenser gebaut haben. Geht überhaupt nicht. Einen Cobblestone habe ich und jetzt einen Bogen in der Mitte. Ja, ich weiß es nicht, ich habe doch nur geraten. Weißt du, was da am Bogen hingehört? Ich guck nach. Ja, guck nach. Ich guck auch nach. Nebenbei gucke ich dann Ja, wir gucken einfach alle nach. Ich guck